Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, zwei Aufgaben habe ich noch für euch aus dem Paket Berlin-Wittenberg. Diese beiden Aufgaben, die ihr in Rot seht, die werde ich nicht machen, weil die habe ich schon mal reingeguckt, die sind sehr schwer und nicht schön. Jetzt machen wir Reise mit Hindernissen. 60 Minuten. Ein Containerzug muss nach Großbergen. 9:20 Uhr Frühling. Und ja, dann springen wir mal rein. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist jetzt Freitag, 3:45 Uhr. Und hier hat jemand Ausfahrt mit 50. Und wir stehen hier mit unserer 151er. Der Bügel ist noch nicht gehoben, deswegen heben wir ihn jetzt. Wir setzen uns in unseren Zug. Und ja, wie gesagt, hier hat jemand Ausfahrt mit 50. So, was haben wir denn hier Schönes? Sonderzug 143er. Ja. Jetzt stehen wir hier. Und müssen halt mal warten, bis wir rausfahren können. So, da ist der Kollege, der rausfährt. Wir stehen aktuell hier in Zahna, Gleis 4. Er hat Ausfahrt mit 50, habt ihr ja gesehen. Okay, jetzt ist schon wieder auf Rot gesprungen, weil er in seinen Block reingefahren ist. Und dann diesen Blockabschnitt. Ja. Jetzt müssen wir halt mal schauen, was uns so erwartet. Wir warten hier, bis hier grün ist. Oder gelb. Oder ein weißer Punkt für Rangierfahrt. Und mal schauen. Halten Sie, halten Sie, halten Sie, halten Sie, halten Sie. Okay. Gut. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Haltepunkte, die bei uns im Fahrtenbuch steht. Das kann ja interessant werden. So. Wir sind jetzt hier in unserem Zug. In der 151. Und ja. Schauen wir mal, wie gesagt, da stand ja auch schon am Anfang in der Aufgabe, wir werden viel aufgehalten. Intercity, Güterzug. Aral, alles super. Okay. Und er wird wahrscheinlich jetzt hier halten. Der Intercity. Ihr seht ja, er fährt durch. Und der Intercity hält. So, Ausfahrt mit 40. So, mal schauen, wie sich der Güterzug fahren lässt.
wird gesagt, Ausfahrt mit 40, weil wir aufs Hauptgleis fahren. Aber ich denke mal, wir dürfen auch noch mal zwischendurch 100 fahren, glaube ich. Genehmigung zur Überfahrt des Haltsignals verweigert. Gut. Das stellen wir jetzt hier mit unserem Zug hier in der Kurve. Mit unserer 151. Ja. Haltzeigendes Signal. Dann müssen wir halten. Mal schauen, was passiert. Ich habe mich extra nochmal vergewissert, ob wir nicht hier ein Freifahrtzeichen bekommen über einen weißen Punkt. Aber nein. Deswegen wahrscheinlich auch Ausfahrt mit 40. So ist das mal beim Güterverkehr. Man muss öfters warten. Mich würde nicht wundern, wenn ihr uns einen Zug überholt. Schauen wir einfach mal. So. Das Nebengleis hat grün. Das heißt, dort wird uns gleich ein Zug überholen. Mal schauen. Wir können ja mal gucken. Was für ein Zug da angefahren kommt. Ja, ein schöner Pfiff. Wie gesagt, wir haben mal rot, da ist grün. Deswegen dürfen wir auch noch nicht aufs Hauptgleis fahren. Müsste jetzt eigentlich auf diesem Gleis ein anderer Zug kommen. Ich könnte nachgucken auf unserem Plan. Dann seht ihr das mal. So, wir stehen hier. Es hat sich auf jeden Fall was bewegt. Gut, ich höre auch schon was. Ein Intercity. Wunderbar. Dann denke ich mal, dass wir auch gleich weiterfahren dürfen. Wie gesagt, die Aufgabe heißt ja auch schon so. Ihr habt es ja am Anfang gesehen.
Gütertransport mit Schwierigkeiten oder so. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber. Ja. Schön entspannte Tour. Schönes rotes Signal. Wir werden gleich, denke ich, mal weiterfahren. Wenn der Block dann vor uns frei ist. So, da ist frei. Ausfahrt immer noch mit 40. Wir werden nämlich jetzt hier aufs Hauptgleis fahren, wo der Intercity gefahren ist. Eben freipfeifen. Und wir dürfen erhöhen auf 50. Schauen, wie schnell wir fahren dürfen mit dem Güterzug. Also in der Aufgabe stand er 60 Minuten dauert dieses Szenario. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier rausrollen. Über die Weiche. Da sind wir auf jeden Fall schon mal drüber. Wir müssen natürlich jetzt immer auf die Signale achten. Geschwindigkeit. Okay, 115, 116 schafft sie eh nur. Dann kann ich auch komplett durchdrücken. Den Geschwindigkeitshebel. Kilometer bis Zana. Da denke ich mal, geht's wieder raus für uns. Ihr seht's, 100%, also mehr geht auch nicht. Immer noch grünes Signal. Lok hat ganz schön zu kämpfen. Ich denke mal, hier hin kommt gleich irgendwo 80 oder 40, man weiß es nicht. Bin ja dieses Szenario auch noch nicht gefahren.
später noch. Eigentlich dürfte hier gleich ein gelbes Signal kommen. Ankündigung 40. Wahrscheinlich ab dem Signal. Passt aber eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wir werden heute wahrscheinlich noch 2-3 Mal rotes Signal bekommen. Hier ist auf jeden Fall 40. Hier geht es auf jeden Fall jetzt gleich rechts raus. Genehmigung überfahren des Zeitzeichen Signals erteilt. Okay. Das passt dann aber nicht. Weil ich gehe davon aus, wenn rot ist, ist auch rot. Ich werde auf jeden Fall erstmal halten. Werden wir mal ganz vorsichtig ranrollen ans Signal. Auch wenn jetzt steht, erteilt. Das glaube ich nämlich nicht. So. Hier sind wir auf jeden Fall aus dem Block raus, dass die Züge hier fahren können. Und ich denke mal hier... Okay, weißes Blinken. Das heißt für Rangierfahrt frei. Es war wahrscheinlich nur ein Sicherheitshalt, falls der Zug gekommen wäre. Jetzt geht's hier einmal aufs Hauptgleis.
auch ein Häkchen bekommen. Jetzt machen wir mal Geschwindigkeit auf wieder auf 120. Schauen wir mal. Ich habe jetzt Geschwindigkeit auf 100% Beschleunigung. Jetzt muss ich halt nur noch auf die Signale achten. Aber ich denke mal, es wird ganz gut laufen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja auf 120, also auf 100%. Dass wir auf die 120 kommen. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mitbremsen, aber ich denke mal ganz okay. Mal schauen, wenn es da hinten runter geht, ob wir hier mitbremsen müssen. Aber erstmal hoch muss er sich kämpfen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier geht es die ganze Zeit runter. Ich möchte natürlich nicht, dass wir über die 120 Stundenkilometer kommen. Der ist da halt, wird aber Niedergörsdorf sein. Wir hier durchrollen. So, jetzt schauen wir mal, hier geht es noch mal runter. Ich denke mal, wir müssen immer noch ein bisschen mitbremsen. Wir dürfen wieder 200 fahren. Das heißt, wir brauchen nicht mitbremsen. Das ist doch gut. Zeit, ein Stückchen Wasser zu trinken. Aber in spätestens 7 Kilometer müssen wir auch wieder zum Stehen kommen, in Niedergörsdorf. Dass hier auch keine Steigung kommt oder keine Abfahrt, sodass ich beschleunigen oder bremsen muss. So kann man ganz entspannt hier mal die Strecke genießen und ihr auch. So, da einmal pfeifen, damit ihr auch wisst, hier im Bahnhof, dass Robin TV mit dem Zug kommt. Werden wir auch zum Halt kommen. So, hier geht's.
Aber wir dürfen ja 200 fahren. Deswegen muss ich auch nicht mitbremsen. Jetzt dürfte ja auch gleich wieder ein Signal kommen mit grünem Wechselblinken an Kühlen 40 oder 60, dass wir an die Seite fahren müssen. Hier steht schon 3,3 Kilometer, ist der nächste Haltepunkt. Wieder Görstdorf, Gleis 4. So, ich habe schon mal die Geschwindigkeit rausgenommen. Weil ich genau wusste, dass das kommt. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, auf wie viel ich runter muss. Ich denke mal, das wird auch nochmal ein Wiesensignal stehen. Deswegen gehe ich erstmal auf 40 runter. Ich denke mal 40 ist ganz okay. Okay, wir hätten sogar 60 fahren dürfen. Aber wir bleiben jetzt mal auf ganz entspannt 40. Und jetzt geht sie nämlich rechts raus. Jetzt fahren wir mal ganz entspannt an Signal ran. Ich weiß, wir dürften 60 an Signal ranfahren. Jetzt haben wir hier eine Uhr. Die sollte eigentlich weiterlaufen. Wunderbar. Ich denke mal wieder ausfahren mit 40. Oder Ausfahrt mit 60.
Gehen wir hier mal in die Außenansicht. Und schauen, wie der letzte Waggon aufs Hauptgleis wieder fährt. Wunderbar. 120 ist angesagt. Ihr seht's, Ankunftszeit ist 10.04 Uhr. Also wir sollen 10.04 Uhr ankommen, wir kommen 9.56 Uhr. Wir sind mal wieder viel zu schnell. Angekündigt, dann wird das nächste Signal rot sein. Gesprungen, alles war rot, man konnte es eventuell von Weitem erkennen. Okay. Ja, darauf muss man als Lokführer auch gefasst sein, dass man mal auf offener Strecke halten muss. Müssen wir natürlich auf die nächsten Signale auch achten, die so sind. Auf jeden Fall 120 angekündigt. Schon wieder rot, ist schon wieder auf grün umgeschwungen. Aber in Göteborg in 1,7 Kilometer. Mal mit 60 hier lang. Das ist auf jeden Fall grün mit Wechselblinken. Und hier ist Ankündigung 40. Wahrscheinlich hier hinten. Kann aber auch sein, hier am Ende des Bahnsteiges.
könnte natürlich jetzt ja auch durchrasen, aber tue ich nicht. Und ich denke, ab hier ist 40. Verweigert. Jetzt werden wir wahrscheinlich hier rechts rausgeführt. Jetzt räumen wir auf jeden Fall einmal bis zum roten Signal. Langsam an das rote Signal, weil ich habe das so eingestellt, fahre ich über ein rotes Signal, ist das Szenario vorbei. Und das wollen wir natürlich nicht. Ihr seht, rotes Signal. So, Ausfahrt verweigert. Hier steht zwar jetzt Luckenwalde, da hinten ist ein grünes Signal. Das heißt, neben uns dürfte gleich ein Zug rausfahren. Deswegen gucke ich auch jetzt nicht nach vorne, weil ist ja verweigert. Und ja, schauen wir mal, was hier vorbeigerollt kommt. Ich denke mal ein Intercity oder so. Oder Regionalexpress. Mal schauen. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier auf dem Nebengleis. Und müssen auf die Überholung warten. Weil ich weiß nicht, ob ihr es seht, da ist ein grünes Signal. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier über dieses Gleis eine Überholung bekommen. Ich weiß nicht, wann der Zug kommt, was es ist. Vielleicht überholt uns ja auch ein Güterzug, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, über das rote Signal möchte ich ja auch nicht fahren. Überholung JB. Okay, dann wird das wahrscheinlich dieser Zug sein.
Er hat gelb. Das heißt langsame Ausfahrt. Jetzt schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich stehe hier. Dort vorne ist ein rotes Signal. Also für uns. Ist hier. Und dieser Kollege hat quasi jetzt Ausfahrt. Oder kommt da irgendwo noch jemand? Nee. Also. Wenn er dann gleich rausfährt. Also das ist auf jeden Fall der Überholer, der uns gleich überholen wird. Weil... Solange hier die beiden Punkte rot sind, brauche ich auch nicht fahren. Ihr wisst ja, ich war ja mal wieder mega zu früh. Ich weiß auch nicht mal, was das für ein Zug ist. 1, 2, 3. Der bewegt sich auch nicht. Muss ich denn etwa noch die Weichen stellen? Also ich kann ihm nicht mal die Weichen stellen, wenn ich wollte. Mal gucken. Wir probieren jetzt einfach mal was. Wir fahren jetzt mal näher an das rote Signal. Bin ich mal näher ans Signal rangefahren. Mal schauen, ob das was bringt. Wie gesagt, also hier stehen wir. Da steht ein Gegenzug. Der hat auch gelb. Wollt auch nicht weiter.
So, jetzt schauen wir mal. Da dieses Gleis ist grün. Hier ist rot. Aha. Wahrscheinlich waren wir einfach nur zu früh dran. Deswegen fährt der andere Zug jetzt erst raus. Ja, als Lokführer muss man die Ruhe bewahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Aber bei 6 Waggons würde ich auf Intercity tippen. Auf Kurzzug. Vielleicht hätte man hier die Standzeit ein bisschen kürzer machen können. Aber so ist es nun mal. Jetzt dürfte gleich von hier hinten der Zug angerollt kommen. So, jetzt stand er hier nochmal. Musste wahrscheinlich warten, bis die Weichen gestellt worden sind. So, auf dem Plan stand er jetzt schon, dass er hier in der Nähe ist. Da kommt er auch schon angerollt. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen in seitlicher Stellung, dass wir den Zug auch schön drauf haben. Gut. Ein einfacher Regionalexpress. Und 60 Minuten die Aufgabe scheint nicht zu passen, weil ich habe noch 3 Haltepunkte. Uhr, 10:39. Wir haben jetzt noch Aufgabe von 20 Minuten. Ah, dann kommt das doch eventuell mit 60 Minuten. Wahrscheinlich 1 Stunde und 10 Minuten. Ah, das ist ja kein Problem. Jetzt warten wir, bis hier unser Block wieder frei ist. Dass wir rausfahren können. Dann hier wird wahrscheinlich 40 oder 60 stehen. Ich würde auf 40 tippen. Jo. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie groß der Block ist. Aber ich denke mal, in wenigen Augenblicken wird es dann auch wieder weitergehen für uns. Wenn nicht... Okay, erteilt. Man braucht nur den FDL mal fragen. Ausfahrt mit 40. Schauen wir uns das Spielchen mal von ganz hinten an. So, die erste Weiche. Zweite Weiche. Damit wären wir wieder auf dem Hauptgleis.
dann denke ich mal, dass wir gleich wieder durchdrücken dürfen. Der Regionalexpress, der darf glaube ich 160 fahren hier. Und ich schaffe halt nur 120. Ich brauche mir auch keine Sorgen machen, dass wir zu schnell sind. Wir schaffen nur maximal 120. Wenn es hier runter geht, denke ich mal, die 120, die schaffen wir zwar. Aber schneller werden wir dann ja auch nicht. Erster Halt auf jeden Fall Luckenwalde, Gleis 26. Heißt immer 40 und normalerweise auch rot. Ja, wir sind ja ein Güterzug, der braucht ein bisschen, bis wir wieder Schwung haben. Aber ich denke mal, wir sind gleich schon wieder auf 120 Stundenkilometer. Da dürfen wir nämlich gleich auch schon wieder anhalten in Luckenwalde. Wieder gelbes Signal. Ihr seht es ja, hier ist ein rotes Signal. Das heißt, der Block vor uns ist noch nicht. So, jetzt ist er wieder auf grün gesprungen. Das heißt, wir können auch wieder beschleunigen. Wir müssen ja eh gleich anhalten in Luckenwalde. Das heißt, hier wird gleich irgendwo eine Ankündigung sein. 60 oder 40. Da ist schon Luckenwalde. Mal schauen, was gleich hier die Ankündigung sagt. Da ist auf jeden Fall schon mal grün blinkend.
40. In hier. 80 Metern. Dann geht's hier wahrscheinlich raus. Luckenwalde. Weigert, ist ja klar. Jetzt geht's hier rechts raus. Mal sicher gegangen, ob nicht wirklich nicht freigegeben ist. Da steht auf jeden Fall ein Kollege von uns. Ich denke mal, der hat frühere Aussicht als wir. Güterzug. So, er hat jetzt Abfahrt. Der Kollege ist auf jeden Fall jetzt schon mal weg. Pfeifen wir ihm nochmal nach. So. Ausfahrt mit 40. Lassen wir hier mal kurz durchlaufen. Damit wir hier auch unser Häkchen bekommen. So. Luckenwalde. Check. Jetzt haben wir natürlich den Kollegen vor uns. Mit dem Güterzug. Ausfahrt mit 40. So, mal wieder die Hinteransicht, wie wir hier über die Weichen fahren.
gedacht, wir haben ja jetzt rot. Ich denke, weil der Güterzugkollege noch vor uns ist. Verweigert. Ja, ich denke mal, der Güterzug. Der ist ja knapp vor uns rausgefahren. Wann hatten wir offiziell die Abfahrt? 20 nach. Jetzt haben wir noch 2 Haltepunkte. Die Luft lassen wir mal jetzt aus dem... So. Gut, dass ich nicht von hinten nach vorne gesprungen bin. So, dann werde ich mal beschleunigen. Ich hoffe natürlich, dass der Güterzug vor uns genauso schnell ist wie wir. Dass er regelmäßig unseren Block frei macht. Na, schauen wir mal. Ich wollte nur anmerken, wir sind jetzt schon bei der Stunde, wie das Szenario eigentlich dauern sollte. Schauen wir einfach mal, was die nächsten Signale so machen. Gelb wäre nicht so schön, das ist Ankündigung rot. Aber schauen wir mal. Hier kommt auf jeden Fall ein Signal. Das war eigentlich gelb, das ist ein Kühlrot, hat sich aber kürzlich noch entschieden. Den Weg frei zu machen. Das nächste Signal. Gelb, also ankündigen rot beim nächsten Signal hier. Gut, verweigert. Ja. Wie gesagt, es geht um dieses Signal. Auf jeden Fall verweigert.
wieder grün. Das heißt, wir beschleunigen wieder auf 120. Ich verfolge halt den anderen Güterzug. Man hätte mich am besten erst rausfahren lassen sollen. Mal schauen, wann das nächste Hauptsignal kommt. So, da kommt auf das nächste Hauptsignal. Das wird wahrscheinlich wieder gelb sein. Mal schauen wir mal. Wir sind in 8 Kilometer auf dem Termin. Da ist auch unser vorletzter Haltepunkt. Schön mit 50 hier ranfahren, auch wenn das die Aufnahme und das Szenario ein bisschen länger machen lässt.
gut, da ist auf jeden Fall ein weißer Punkt. Das ist doch schon mal gut. Hier steht noch der Güterzug drin. Gut. Ankunft ist für 10.38 Uhr geplant. Das heißt, wir sind 6 Minuten zu früh. So, hier stehen wir. Der RE fährt gerade raus. Das heißt, wahrscheinlich werden wir gleich hier rechts rausgeführt. Mal schauen. Weil der Güterzug steht ja auch noch hier drin. Hier. Und. Ja. Mal schauen. Wir stehen auf jeden Fall ganz nett vorm roten Signal. Hier ist gelb und da ist rot. So. Und jetzt müssen wir warten, bis der Kollege da vorne rausfährt. Weil wir haben offiziell ja hier in 5 Minuten erst Ankunft. Dann müssen wir mal warten. Wir sollen ja in 4 Minuten auch erst ankommen. Ich denke mal, wir fahren gleich Einfahrt mit 40. So, die Bremse können wir auf jeden Fall komplett lösen. Wir haben nämlich hier 0,0. So, ich gucke mir das Ganze mal an. Hier steht noch ein Zug. Hier steht noch ein Zug. Und hier steht noch ein Zug. Wir stehen halt hier vor dem roten Signal. Aber okay. Ist halt wie in Real im Güterverkehr. Und ich finde das auch schön, mal nicht mit dem Intercity einfach mal mit 200 Sachen über die Strecke zu heizen. Sondern mal einfach ganz entspannt zu fahren. Ich habe es euch schon ein paar Mal erklärt, wenn ich dieses Signal jetzt hier überfahren hätte, das habe ich eingestellt, wäre das Szenario direkt abgebrochen worden. Ich denke mal, der Kollege, den wir gesehen haben mit dem Güterzug, der wartet jetzt, bis der RE rausgefahren ist. Dann können wir nachsetzen und werden dann auch vor dem roten Signal zum Stehen kommen. Jetzt blockieren wir natürlich die ganze Hauptstrecke. Okay, aber da ist soweit keiner. Wunderbar.
So, jetzt haben wir in einer guten Minute Einfahrt. Wenn das Szenario das so möchte. Oder der Erbauer des Szenarios. Ist auf jeden Fall alles schon gewollt, so wie es jetzt ist. Damit ihr merkt, dass das Szenario nicht steht, pfeife ich einmal. Also, normalerweise müsste jetzt das Szenario sagen, wir können reinfahren. Aber es ist immer noch verweigert. So, jetzt sollten wir eigentlich in den Bahnhof fahren. Gut. Der Kollege fährt raus. Das heißt, eigentlich dürfen wir gleich auch Einfahrt bekommen. Jetzt kriegen wir natürlich ein bisschen Verspätung. Aber jetzt setzen wir mal einfach ganz vorsichtig nach. Ist eigentlich auch klar, dass er verweigert. Weil der Güterzug ist auch gerade erst rausgefahren. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt rausgeführt werden und wir von einem schnelleren Zug überholt werden. Schauen wir mal. Wir bleiben auf dem Hauptgleis. Okay. Verweigert. Aber Großbergen wird unser letzter Haltepunkt sein. Ja, ich bin mal reingezoomt, damit ich das Signal besser sehen kann. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich den Güterzug hinterher schleichen. Den anderen. So, was steht hier noch? Ein 143er. So. Aral, alles super, hatten wir vorhin ja auch schon am Anfang.
Lager ist auch schon wieder unterwegs. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Kollegen noch hinterher schleichen. Ich hoffe mal nicht. Weil da kommt das nächste Signal. Mir gefallen auch die FPS von 140. Das ist eigentlich auch nicht schlecht für den Train Simulator. So. Gelb. Da hinten ist das rote Signal. Und es ist umgesprungen auf grün. Seht's. Ja, ich habe es vom weiten Grad rot, grün werden sehen. Das heißt, die Blöcke sind eigentlich doch sehr gut weit auseinander. Kilometer noch bis zu unserem Ende des Szenarios. Dann haben wir gute Stunde 40. Szenario, es war auch für 60 Minuten ausgelegt. Das Vorsignal ist gelb und wird das Hauptsignal rot sein. So ist es nämlich auch. Weigert. Das ist doch jetzt nicht deren Witz, oder? Da stehe ich gerade. Da wird dieses Signal wieder grün. Ha. Was passiert? Sind angekündigt hier hinten. Da hinten kommt auch schon das nächste Signal. Ich hoffe mal, durch diesen Bremsvorgang konnte ich den Abstand auf den Güterzug ein bisschen vergrößern. Na, schauen wir mal. 20 sind auch angekündigt hier unten. Neun Kilometer noch bis Großbergen. Vorsignal ist grün. Wunderbar.
Das heißt, das Hauptsignal wird grün zeigen. Mal schauen, wo es ist. Wechselblinken 40 angekündigt. Das heißt, wir werden jetzt auch mal 40 runterbremsen. Eventuell hier die Weiche. Da ist auf jeden Fall grün. Das war auf jeden Fall 40 angekündigt. Jetzt schauen wir noch mal. Aber normalerweise müsste ab hier 40 sein. 40 und grün. So, 40. Dann geht's hier wahrscheinlich links runter oder rechts runter. Eins von beiden. Ich würde fast behaupten, links runter. So, da geht's auf jeden Fall mal rüber. Mal schauen, wie weit es rüber denn es geht. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie wir über die Weichen fahren. Sorry, dass ich jetzt dreimal auf die falsche Taste gedrückt habe. Ich wollte eigentlich die Taste 3 drücken, nicht F3. So, und wieder beschleunigen. Minuten kommen wir an, dann haben wir ein Szenario von guter Stunde 35 Minuten. Gelb angekündigt, das heißt, das Hauptsignal ist rot. Deswegen wird hier auch das Ausrufezeichen. Wo ist denn das Signal?
Das heißt, das nächste Hauptsignal müsste eigentlich rot sein. Dahin kommt es auch schon. Genehmigung zur Überfahrt des haltzeigenden Signals erteilt. Das ist doch schon mal schön. Jetzt nehmen wir noch mal auf Nummer sicher. Da werden jetzt gleich zwei weiße Punkte erscheinen. Genau. Für Rangierfahrten freigegeben. Ich weiß nicht, wo Ankündigung 40 war, aber okay. Habe ich da ein Signal übersehen? Gut, passiert. Jetzt geht's hier ein Abstellgleis. Der Güterzug ist schon lange weg. Jetzt haben wir noch 0,5 Kilometer. Jetzt fahren wir so langsam an zu bremsen. In dem letzten Wagen sind wir auf jeden Fall schon mal drin. So, 1 Stunde 35 Minuten. Ich denke mal, wir haben unser Ziel erreicht. Wir machen unseren Stromabnehmer runter. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Damit, schau mit, Frau Robin. Tschüss.